Hallo, Wilhelmshaven! Wir freuen uns, dass wir heute hier in dieser schönen Stadt zu Gast sein dürfen und haben euch auch ein interessantes Programm mitgebracht. Und wenn wir uns hier so umsehen und diesen Haufen verblendeter Gutmenschen betrachten, dann wissen wir auch, dass wir hier mit unserer Kundgebung goldrichtig sind. Ich darf euch jetzt ankündigen, den ersten Redner des Tages. Es spricht zu Ihnen der Spitzenkandidat der niedersächsischen NPD zur Landtagswahl, Adolf Dammann. Verehrte Zuhörer, es gibt kein Beispiel in der Geschichte, dass eine Regierung, die so verantwortungslos und gewissenlos gegen das eigene Volk gehandelt hat. Um dem Volk Sand in die Augen zu streuen, werden in einer heuchlerischen Politik ohnegleichen von Zeit zu Zeit lächerliche sogenannte Steuerreformen, die für die Geschundenen keinerlei Entlastung bringen, zu Jahrhundertleistungen hochgejubelt. Dabei sind diese Sklavenzahlungen nur ein Teil der ständig in Gang befindlichen Ausraubung unseres Volkes. Wie lange noch, fragen wir Nationaldemokraten uns. Massenarbeitslosigkeit, Armutslöhne, Altersarmut, Leiharbeit, immer mehr Steuern und Sozialabgaben, immer mehr Zuwanderung, der Zusammenbruch der internationalen Finanzmärkte, eine immer größere Transferknechtschaft der Deutschen gegenüber der Europäischen Union. Jeden Tag wird deutlicher, wie notwendig eine nationale und soziale Alternative in den Parlamenten ist. Denn sie wollen, dass sich in diesem Staat etwas ändert und in den Parlamenten nicht Politik gegen die Interessen des eigenen Volkes betrieben werden, sondern Parteien Einzug erhalten, die Klartext reden, dann müssen die dafür Sorge tragen, dass mit der NPD die Partei des kleinen Mannes dort Einzug hält, weil diese Partei all die kleine und große Schweinereien dieser Politgauner bei Namen nennt, ihr Feuer und am Hinterreite und die Menschen nicht länger hinter den verschlossenen Türen des Landtags Politik gegen die Interessen unserer deutschen Landsleute betreiben können. Wann werden wir die Herrschaft der Unterdrücker und ihre Sklavenhalter beenden, damit unser Volk wieder frei nach seiner Art leben kann, damit unsere in schwerer Arbeit erschaffene Leistung wieder zum Leben, dem Leben unserer Kinder zugutekommt. Verehrte Mitbürger, wir Nationaldemokraten betrachten unser politisches Wirken als einen Kampf von der Wiege bis zur Bahre. Und wir versprechen hier heute an dieser Stelle auf dem Pferdemarkt erneut, nicht zu ruhen und zu rasten, bis unser Volk aus Knebelung und Knechtung befreit und sich in einem Europa freier Völker neu vereinigt hat. Wir sind da, wir werden uns nicht vertreiben lassen. Und wir werden natürlich das Programm durchziehen, so wie wir es für richtig halten. Sturmtipp und Erdbelatzen, wie man uns Nationaldemokraten nun mal kennt. Und wir dürfen Ihnen versichern, dass wir nicht mundtot zu kriegen sind. Weder durch Politik, weder durch Medien, Gewerkschaften, Kirchen und all den selbsternannten Gutmenschen, der Stimme des Volkes in Form der parteipolitischen Widerstandes der SPD entgegenzustellen versuchen. Wir Nationaldemokraten sprechen Klartext.
Weitere Kundgebungen folgen. Dienstag, 15. Januar, 10 Uhr in Rothenburg, 15 Uhr in Verden. Mittwoch, 16. Januar, 10 Uhr in Lüneburg, 15 Uhr in Soltau.